Willkommen auf dem einzigartigen großen deutschen YouTube-Maker-Channel, auf dem wir alles machen wie plotten, fräsen, sticken, 3D-scannen, 3D-drucken, aber hauptsächlich doch irgendwie eigentlich nur lasern. Was wir jetzt auch wieder machen. Viel Spaß! Das Einzigartige sollte ich irgendwie rausschneiden. Das hört sich ein bisschen abgehoben an, wenn man einmal im Monat ein Video macht, oder? Hab ich aber nicht. Ha! Was wir heute machen, habt ihr schon den Titel gelesen und deswegen habt ihr drauf geklickt. Oder ihr wolltet einfach nur mich sehen, mal wieder. Ciao, Giselle. Aber ich habe mir im Zuge der letzten Wochen einfach mal alle YouTube-Videos angeguckt und habe gedacht, was kann man besser machen. Da ist unter anderem ein Video bei, das ich euch in die Linkbeschreibung reinhaue. Leder gravieren und schneiden. Ich habe aber das Gefühl, man könnte das ein bisschen prägnanter machen und die 5 besten Tipps zur Lederbearbeitung gleich mit reinwerfen. Das machen wir heute kurz und knapp. Warum? Weil ich in den letzten Wochen hauptsächlich mit Leder gearbeitet habe und ich und einem Freund zusammen Kappenpatches gemacht haben. Also Lederpatches, die auf eine Kappe drauf genäht werden. Die Kappen zeige ich euch, wenn sie fertig sind. Und in dem Zuge ist mir so einiges klar geworden. Und diese 5 besten Tipps gehen wir jetzt durch. Fangen wir an. Wichtig beim Lasern ist es, und das ist sowas wie ein Sicherheitshinweis und deswegen der wichtigste, also ich muss zugeben, in den letzten Jahren, auch wenn ich mal gelasert habe, man guckt ab und zu meine Laser rein und hat keine Schutzbrille auf. Ja, ich weiß. Erzähl's bitte keinem. Aber beim Leder ist es leider so, dass ihr es andauernd kontrollieren müsst, weil Leder diese Eigenschaft hat, dass wenn ihr es lasert oder graviert, na, beim Gravieren nicht so, aber eher beim Schneiden, dass es sich verformt. Wenn das passiert, könnt ihr eigentlich aufhören, dann habt ihr das Leder nicht gut fixiert. Das ist ein weiterer Tipp, der nachher kommt. Will sagen, beim andauernden Reinschauen in den Laser, Augen, wichtig, Schutzbrille. Diese Brille schützt eure Augen nämlich im Bereich zwischen 10.600 Nanometern, in dem der Laser operiert. Das heißt, das Licht, was da rauskommt. Wenn ihr in den Laser häufig reinguckt, setzt diese Brille, die zwar total scheiße auf meinen Augen aussieht, bitte auf. Erster wichtigster Tipp. Safety first. Kommen wir, Tipp 2, zum zweiten Tipp und jetzt werden wir ein bisschen genereller. Das habe ich im anderen Video schon gesagt. Jedes Leder, jede Ledertierhaut, ob es Rind ist, Schwein, Einhornleder, was auch immer, ledert sich ein bisschen anders. Boah, eine Sache gerade, lass uns mal die Techno-Musik ausmachen und irgendwas Chilliges anmachen. Also nochmal, Tipp 2. Jedes Leder lasert sich anders. Habt ihr für Lederstück A super Parameter, heißt das nicht, dass ihr für Lederstück B die gleichen Parameter ansetzen könnt. Selbst bei gleichem Leder gibt es ab und zu mal Unterschiede. Es kann zum Beispiel sein, dass die Lederhaut einfach ein bisschen dünner wird. Und dann wälzt sie sich, wenn ihr mit den gleichen Parametern schneidet wie bei dem anderen Stück. Ist logisch, oder? Jetzt ein Bonustipp. Deswegen die Bombe, wegen Bonus oder sowas. Bonustipps sind meine Parameter, mit denen ich anfange, ein beliebiges Leder zu lasern. Ich habe ganz oft gesagt, ich graviere mit 350 mm in der Sekunde, das ist am schnellsten. Ich bin hochgegangen auf 400 mm Sekunden. Ja. Ich bin hochgegangen auf 400 mm in der Sekunde im Scan-Modus, das heißt Gravur, und habe es geschafft, trotzdem sehr schöne und saubere Ergebnisse zu kreieren. Ich sollte euch auch nochmal zeigen, wenn ich sage, ich kreiere schöne Ergebnisse, wie das denn aussieht. Ich habe hier einen Lederpatch, den ich auf sehr dünnem Schweineleder gelasert habe. Die Gravur ist mit 400 mm in der Sekunde graviert und ausgeschnitten wurde mit den Parametern, die ich euch gleich noch sage. Erstmal zum Schnitt, ihr seht, dass es ganz sauber geschnitten ist. Sehr sauber, kein Stück wellig. Ihr seht die Gravur, wirklich sehr super kleine und saubere Linien, fast schon zu schnörkelig für das Design. Aber meiner Meinung nach trotzdem ein sehr schönes, klares Ergebnis, was auch aufgrund des Kontrastes wirklich schön wirkt.
Leder graviert sich in meinem Fall mit meiner Laserröhre relativ gut. Das ist eine 50 Watt Laserröhre, wenn ich 50% Laserleistung benutze. Das ist der Einstieg und von da aus schaue ich, wie sieht das Leder aus. Ist es eine starke Gravur? Hier, Frage, starke, schwache Gravur, was ist denn das eigentlich? Könnte zu Missverständnissen führen. Ich meine damit ganz simpel ausgedrückt das Kontrastverhältnis. Das ist wie beim Holz. Es gibt manche Holzsorten, wenn man da reingraviert, dann hat diese Gravur einen sehr stark schwarzen Ton, also ein hohes Kontrastverhältnis, und manche Sorten haben ein sehr schwaches, in dem Fall Kontrastverhältnis. Dann fange ich an, entweder auf der Grundlage, ist ein iterativer Prozess, die Laserstärke zu erhöhen oder zu was niedriger zu machen. Nächster Parameter, welcher wichtiger ist als der Gravurparameter, ist der Schneidparameter. Ihr wollt dafür sorgen, dass ihr das Leder schön sauber ausschneidet, das heißt so schnell wie möglich, aber so langsam wie nötig, das habe ich schon oft gesagt. In meinem Fall sind das 20 mm in der Sekunde beim Schneiden im Cut-Modus. Das heißt, da sitze ich an, immer mit so einer Option, die Geschwindigkeit noch so ein bisschen zu erhöhen. Das Problem ist nur, meine Laserleistung liegt da schon bei 75%. Das heißt, das ist fast das Maximum. Ich habe es ganz oft schon gesagt und ich wiederhole es auch noch tausendmal, bis ihr es alle verstanden habt. 75%, 80% ist so ungefähr das Maximum. Ja, kurzfristig hält ihr auch mehr aus, aber ihr wollt ja langfristig damit arbeiten und ich arbeite mit meiner Röhre. Das habe ich über die letzten 2 Jahre ja bewiesen, schon relativ langfristig. Nächster ganz wichtiger Tipp, ich hoffe, ihr habt noch nicht weggeschaltet, weil dann würdet ihr den jetzt nicht sehen. Ah, ist das schön, wenn die Sonne aufgeht und ich direkt im Film bin. Moment, ich muss bei mir die Blende ein bisschen runterdrehen. So. Ich habe es schon mehrmals angesprochen und euch auch gezeigt, dass das Leder wellig werden kann, wenn ihr mit zu viel Laserstärke rangeht beim Schneiden, auch beim Gravieren. Also nächster Tipp, bam! Und jetzt kommt, holt euch eine Rolle doppelseitiges Klebeband. Damit lässt sich Leder auf einer Seite super gut fixieren. Wenn ihr gut fixiert, könnt ihr sogar langsamer lasern, ohne dass das Leder wellig wird. Das ist insbesondere von Vorteil, wenn ihr dickes Leder habt und ihr müsst langsamer fahren, weil die Laserstärke nicht ausreicht. Dann mein Tipp, gut fixieren. Ich zeige euch mal eben, wie ich fixiere, und zwar mit dieser neuen schönen Brille hier. Die hat nämlich hier oben eine kleine Kamera und wenn ich hier drauf drücke, dann seht ihr meine beiden Hände. So, das klebt immer noch, das kann man auch mehrmals benutzen hier. Ich klebe das jetzt mal dabei. Dieses Leder hier habe ich mir jetzt ausgesucht und ich versuche jetzt das Leder so zu fixieren, dass ich in dem Punkt hier graviere. Perfekt. So, und jetzt frame ich, nachdem ich die Origin gesetzt habe. Hier möchte ich gerne anfangen. Ich kann auch ein bisschen weiter nach links fahren. Hier Origin und Frame. Deckel zu. Laser an. Letzter Tipp. Der ist eigentlich gar nicht so ein richtiger Tipp. Das Problem ist, dass Leder immer zwei Seiten hat. Eine so eine glatte Seite hier, wie hier oder wie hier, und eine raue Seite. Und ich habe unterschiedliche Erfahrungen. Man muss immer beide Seiten ausprobieren. Manchmal sieht es auf der einen Seite besser aus, manchmal auf der anderen. Obwohl es auf dieser Seite, also die Innenseite des Tieres, immer ein bisschen kritisch ist, weil der Laser ab und zu mal ein bisschen abfackelt. Der brennt mal so ein bisschen da drin rum. Das kann schlecht aussehen, das kann aber auch einen gewissen Stil haben. Ich bevorzuge oder fange eigentlich immer mit der Seite an, und also mit der glatten Seite der Tierhäute. Hier zum Beispiel, das ist ein schönes Video für Veganer heute, hier auch. Und wenn das gut aussieht, dann nehme ich mir nochmal ein ganz kleines Stück nur, kein großes Stück, und graviere nur mal einmal so ein kleines Stückchen rein und gucke mir an, wie das aussieht, das Resultat. Und wenn das dann nicht besser ist, dann nehme ich die glatte Seite. Ist das schön, wenn nur mein Gesicht in Fokus ist, oder? Das ist so aufdringlich. Hallo! Ihr solltet jetzt praktisch mit all diesen Tipps Profis in der Laserbearbeitung werden, in der Lederbearbeitung, und könnt euch einen teuren Workshop sparen dadurch. Mein kleiner super extra Safety-Tipp ist immer, hier im Haus zu haben, bin ich drauf, ja. Denn egal wie gut ihr lasern könnt, es kann immer vorkommen, dass das Material, was ihr gerade bearbeitet, Feuer fängt. Und das Dümmste, was ihr dann machen könnt, ist die Klappe aufmachen und pusten, weil dann gibt ihr dem Feuer mehr Sauerstoff und dann brennt es noch schöner bei euch. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr bewertet. Ich hoffe, ihr folgt mir und wartet auf ein neues Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.